Hey Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei meinem Lesestapel Des Todes. Tja, warum des Todes? Weil ich einfach diesen Monat mal wieder maßlos übertrieben habe. So Leute, gehen wir direkt mal ans Eingemachte. Ich fange mal mit DC an. Das geht ein ganzes Stück schneller als Marvel. Und zwar konnte ich es mir dann doch nicht nehmen lassen, mir noch das Variant zu Batman 46 bestellen. Ganz im Stil von Der Maske, der Film mit Jim Carrey, erinnert mich auf jeden Fall zumindest daran. Sieht sehr geil aus, musste ich auf jeden Fall unbedingt haben. Dann geht es auch weiter mit einem Variant. Und zwar hatte mir ein Kumpel gesagt, er hätte sich den Band bestellt. Und ich hatte mal reingeschaut, sah ziemlich geil aus. Und habe dann gesehen, dass es dieses Variant dazu gibt. Und zwar ist das Wonder Woman Band 1 Kriegswunden. Gibt es jetzt hier im schönen 300 Variant. Da steht auch drauf, Tonight we dine in, wie spricht man das aus? Themyscira, was auch immer. Auf jeden Fall dieser Heimatinsel, wo sie herkommt. Ja, musste ich mir auf jeden Fall holen. Finde ich ziemlich geil. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Die Zeichnungen sehen ziemlich cool aus. Ich glaube, David Finch hat es gezeichnet. Ich zeig's mal gerade. Hat auch wieder so einen schönen Einband. Das feiere ich ja sowieso, wenn die so ein bisschen hochwertiger gestaltet sind. Hinten drauf sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Zeichner David Finch. Geschrieben wurde es von Meredith Finch. Oder ist das jetzt umgekehrt? Doch, Autorin Meredith Finch. Hat nur eine Frau geschrieben. Ja, passt ja zu Wonder Woman. Hier bin ich echt gespannt drauf. Soll eine solide Story sein. Freue ich mich drauf. Der wird doch relativ zeitnah gelesen und aufgenommen. Ja, dann Superman Unchained im Hardcover. Ja, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Mein erstes wirkliches, bewusst gekauftes Hardcover. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin im Hardcover verfallen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Hardcover kaufen. Die Sonne kommt gerade raus, deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen überbelichtet. Schauen wir mal. Ja, was kann ich sagen? Superman Unchained habe ich schon gelesen, habe ich in einem Stück fast weggelesen, fand ich ziemlich cool. Ich finde halt Jim Lees Superman finde ich halt mega geil. Ich mag halt total seine Armor, also seinen Anzug, seine Rüstung, sieht einfach mega aus. Jim Lee ist ja eh ein Gott, ne? Also wer Superman Unchained noch nicht gelesen hat und eine in sich geschlossene Story von Superman lesen will, kann ich hier das Ding auf jeden Fall ans Herz legen. Kostet im Softcover 20 Euro, glaube ich. Gibt es auch als Einzelhefte, 5 Einzelhefte an der Zahl. Im ersten Heft ist sogar noch ein XXL-Poster drin oder ein XL-Poster. Ja. So, noch ein bisschen was zu den Zeichnungen. Fand ich ziemlich cool, geschrieben von Scott Snyder. Ja. Ziemlich geiles Teil. So, jetzt kommen wir zum Marvel-Lesestapel. Da mach ich mal dicke Shoutouts an den APOP Berserk. Der ist ein bekennender Marvel-Liebhaber und ich glaube, ihn freut es, dass ich jetzt einiges an Marvel mir mal wieder zugelegt habe. Fangen wir mal erstmal hiermit an. Das habe ich noch zum Geburtstag bekommen von meiner Freundin. War eigentlich ein Fehlkauf, weil sie irgendwas anderes kaufen wollte. Aber, und zwar Civil War, der Roman, ja, von Stuart Moore geschrieben. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall erst lesen, wenn ich mir den Civil War schon mal gekauft habe und den gelesen habe. Dann werde ich hierauf zurückgreifen. Ich denke mal, das wird mich gut unterhalten. Ich bin mal gespannt, ob die Story identisch sein wird oder ob es sich unterscheidet oder ergänzend sein wird. Keine Ahnung. Falls ihr es schon gelesen habt, könnt ihr mal einen Senf dazugeben. Ne? Würde mich mal interessieren. So, dann US-Heft. Spider-Man Deadpool Heft 3. Ich habe Heft 2 schon gelesen. Allerdings war meine Freundin dabei am Fernsehen gucken. Und ich konnte mich nicht so ganz drauf konzentrieren und habe irgendwie nichts gerafft, worum es da geht. Deswegen werde ich das Ganze nochmal lesen müssen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt wieder. Deadpool Spider-Man in Kombination kann eigentlich nur gut werden. So, weiterhin habe ich Star Wars Heft 8 auch im Comic Shop Ausgabe. Ich habe die in der Comic Shop Ausgabe
abonniert. Den letzte Heft 7 war, habe ich das gelesen? Ich glaube ja. Ja, war okay. Ich fand die ersten Ausgaben deutlich stärker, aber mal gespannt, wie es weitergeht. Und hoffentlich kommen die wieder zum gewohnten Niveau zurück. So, Sonne, du gehst mir jetzt ganz schön auf den Zeiger. Mal schauen, wie wir das regeln. Vielleicht mache ich gleich den Rollladen runter. Ja, weiter geht's mit Heften. Und zwar Iron Man Thor Heft 10. Ich muss zugeben, 9 habe ich noch nicht gelesen. Der Anfang hat mich nicht so umgehauen. Vielleicht muss ich da einfach mich nochmal dran setzen und das Ding nochmal lesen. So, da muss ich mal gerade schauen. Das hat mir doch empfohlen hier. Der Jakob Eibel hatte letzt unter einem meiner letzten Videos geschrieben, er würde mir Spider-Man Heimkehr empfehlen. Habe ich mir auch noch besorgt. In der Hachette Collection. Wusste ich gar nicht. Von Straczynski geschrieben und von John Romita Jr. gezeichnet. Das Ding konnte mich echt überzeugen und hat mich, ja, was soll ich sagen, zu einem kleinen Spidey-Fanboy gemacht, weil ich so von Spidey noch gar nichts so wirklich gelesen hatte, außer früher mal. Ja, und jetzt bin ich halt so ein bisschen im Spider-Man-Fieber. Da habe ich mir dann auch direkt mal, hol ich mal hier raus, die Klonsaga Band 1 geholt. Habe ich auch schon gelesen, fand ich auch ziemlich geil. Wird auch in einem zweiten Meinungsvideo auftauchen, demnächst. Ich muss ganz ehrlich zugeben, an die Zeichnungen musste ich mich gewöhnen. Ich bin ja nicht so ein 80er, 90er Fanboy. Aber nach einer kleinen Eingewöhnungszeit ist es eigentlich relativ Wurscht und Nebensache. Ich muss schon mal sagen, ich feiere tierisch Ben Reilly. Ist so mit einem meiner Lieblings-Spidey-Outfits oder Spider-Mans mutiert. Finde ihn ziemlich geil. Ich bin auch hart gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Die Klonsaga hat ja so einen Ruf. Die ersten paar Bände sollen mega geil sein. Danach wird es ad absurdum geführt. Und ich bin gespannt, wie es mir dabei ergeht. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Bock drauf. Dann weiter im Spider-Man-Fieber habe ich mir dann noch zugelegt Miles Morales Spider-Man. Da hat mich der André dann aufgeklärt, dass das hier die zweite Reihe ist. Ja, kurzerhand hatte ich mir dann noch von der ersten Reihe die Ultimate Comics 1 und 2 bestellt. Die sind jetzt noch unterwegs, werden dann im nächsten Lesestapel aufgeführt mit noch ein paar anderen Sachen. Ich habe natürlich diesen Monat wieder übertrieben. Weil solange ich es noch kann, muss ich es noch ausnutzen. Bald wird das Ganze leider ein bisschen zurückgeschraubt. Aber soweit ist es noch nicht und deswegen machen wir jetzt weiter. Dann hatte ich mir noch besorgt, weil ich wieder angefangen hatte zu lesen, Nova. F4 ist es. Ja, genau, F4 oder Paperback 4. Ich habe 2 und 3 jetzt noch gelesen, die werden auch noch demnächst vorgestellt. War wieder schwer begeistert davon. Ich feiere ja Nova sowieso. Zwar lieber den Richard Rider als Nova, aber Sam Alexander finde ich auch ziemlich cool. Und hier das Cover finde ich halt mega geil. Das wird auch eventuell auf meinem Bein mal verewigt. Finde ich ziemlich cool. Also ich bin auch echt gespannt, wie es da weitergeht. Nachdem ich jetzt die letzten 2 Ausgaben parallel mit Original Sin gelesen habe, freue ich mich da richtig drauf. Weiter mit Nova habe ich mal so einen Schritt in die Vergangenheit gemacht. Und zwar habe ich mir Nova Essential geholt. Ja? Das ist auch ein US-Teil. Ist ziemlich dick. Allerdings auf so Recyclingpapier gedruckt und alles in Schwarz-Weiß und die Zeichnung, naja. Aber ich sag mal, wird mich, denke ich mal, gut unterhalten. Ich bin gespannt, wann ich mal dazu komme, das Ding zu lesen. Ich habe noch so viel Kram jetzt zu lesen und ach, das ist einfach traurig. Oder ich freue mich tierisch drauf, sag ich mal. Die Zeit, ne? Die Zeit. Wann liest man den ganzen Kram? Man kauft sich so viel Kram, also ich zumindest. Und ja. So, des Weiteren konnte ich meinem Comic-Shop noch, in meinem Comicladen des Vertrauens, ein Schnäppchen schießen. Ich bin lange auf der Suche danach und zwar Realm of Kings. Und zwar Band 4. Ja. Das ist ja die Fortsetzung von War of Kings, die ich ja in meinem letzten oder einem meiner letzten Lesestapel-Videos vorgestellt hatte, weil das auch dieser Abnett Run ist, wo auch Annihilation Conquest stattfindet. Und hier bin ich echt froh, dass ich das Teil geschossen habe, denn die kriegt man sehr schlecht nur noch heutzutage. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich
werde natürlich jetzt erst noch eine lange Zeit brauchen, bis ich den dritten mal finde. Und 1 und 2 kriegt man eigentlich doch relativ, Anführungsstrichen, hinterhergeschmissen. Bin ich mal gespannt. Freue mich tierisch drauf. So, dann hat mich, ich glaube, aus der Facebook-Gruppe bin ich drauf gestoßen. Jetzt, wo ja bald Civil War anfängt. Und zwar Marvel Monster Edition Captain America. Und zwar ist das der Ed Brubaker Run. Ich freue mich drauf, weil Brubaker ist ja so ein Garant, richtig coole Storylines zu schreiben. Auch so ein bisschen, sagen wir, agentenmäßiger. Hier bin ich echt gespannt drauf. Hier geht es ziemlich viel um den Winter Soldier. Und der Brubaker Run erstreckt sich dann noch über Civil War, geht dann mit der Tod von Captain America weiter und noch ein paar Episoden weiter. Ich bin mal gespannt. Hier das Ding werde ich auf jeden Fall lesen. Die Zeichnungen sehen auch relativ cool aus. Aber ich bin auch mal gespannt, wann ich hierzu kommen werde. Ich werde das Ding auf jeden Fall vor Civil War lesen, damit ich da irgendwie auch up to date bin und ein paar Hintergrundinfos weiß. Und zwar sind das die Monster Edition 12 und 23. War noch nicht ganz so günstig, aber naja, ihr kennt mich ja. So, dann kommen wir zu meinem Highlight für dieses Video. Habe ich mir auch noch zum Geburtstag gegönnt, und zwar der Schuber von Black Widow mit drei Hardcovern drin, limitiert auf 222 Exemplare. Obwohl das mit der Limitierung ja immer so eine Sache ist, wie viele Leute das im Endeffekt wirklich kaufen und bla bla bla. Aber ich als Nerd, als komm raus, musste mir das natürlich gönnen. Ja, ich finde das Ding jetzt ziemlich cool aufgemacht. Ein richtig schöner Schuber. Und dann hält hier diese drei Hardcover alle im Variant, in der Variant Cover Edition als Hardcover. Ja, sind noch nicht ausgepackt. Der André hat die ja schon vorgestellt. Falls euch das interessiert, checkt mal seine Videos da aus. Hier hat den dritten hat er sich ja jetzt auch geholt. Ja, hier bin ich echt sehr gespannt drauf. Soll auch richtig gut sein. Auch mehr so eine Agentenstory. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Komm, ich packe den ersten mal aus. Das ist der erste. Das ist der erste. Dann können wir da mal gerade reinschauen. Sonst wäre es das nämlich eigentlich für mich. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr, sag mal, so ein paar Sachen davon auch habt oder noch euch holen wollt, schreibt es in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Abonnieren tut nicht weh. Schauen wir mal hier rein, wie das aussieht. Ob das hier irgendwie noch was Besonderes ist. Ne, das ist eine ganz normale Einleitung. So, sieht schon mal auf den ersten Blick ziemlich cool aus. Ich glaube, der André hat es auch in der Einzelreview oder in der Review auf jeden Fall vorgestellt. Könnt ihr euch geben, wenn es euch interessiert, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, wovon ich aber ausgehe. Und ja, sieht alles sehr cool aus. Mal so ein anderer Zeichenstil. Ich freue mich. Ich werde das Ganze jetzt wieder schön verstauen. Ja, und dann würde ich mal sagen, war es das von meiner Seite für dieses Mal. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.